Guck mal, das ist ein zerstörtes Haus. Und es ist aus MDF. Und ich werde dir heute zeigen, wie ich es gebastelt habe. Ich habe diesen Ruinenbausatz gekauft, bevor ich mein MDF-Spielfeld gekauft habe. Und ich habe erst nach dem Aufbau des Spielfelds begriffen, dass beide Produkte aus der gleichen Produktlinie stammen und dass deshalb die Ruine beinahe perfekt auf das Spielfeld passt. Was für eine Überraschung. Ich wusste eigentlich vorher schon, dass ich aus der einen Ruine zwei machen würde, damit sie gegebenenfalls mehr Platz abdecken und besser zum Spielen geeignet sind. Aber bevor ich soweit war, habe ich erstmal die Ruine nach Anleitung aufgebaut. Eigentlich muss man bei einem MDF-Bausatz nicht mehr machen, als die Einzelteile aus dem Rahmen zu brechen und zusammenzustecken. Aber nichts ist perfekt und deshalb siehst du mich hier, wie ich die Teile mit einem Bastelmesser und einer Feile bearbeite. Ich bin absolut Fan davon, die Teile mit Holzleim zusammenzukleben. Das musst du nicht, weil die meisten MDF-Bausätze auch so sehr gut zusammenhalten. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Wenn du aber doch Kleber benutzen möchtest, rate ich dir, bevor du den Kleber aufträgst, zu testen, ob alle Teile zusammenpassen. Die Ruine hat sichtbare Stahlverstärkungen im Beton. Um den Unterschied zwischen Stahl und Beton deutlicher zu machen, habe ich versucht, die Stahlverstärkung mit einem Bastelmesser etwas dünner zu schneiden, um mit einer Feile etwas runder zu bekommen. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber so viel Zeit hat es mich auch nicht gekostet, also alles gut. Wenn du das aber so machst wie ich, sehen die Bewährungsstäbe zwar nicht aus wie Stäbe, aber es kann sein, dass du extra Bewährungsstahl über hast und den anderswo ankleben kannst. Das hängt alles davon ab, wie dick die MDF-Schichten sind, die du abschneidest. Irgendwann habe ich angefangen, der Ruine Kampfschäden hinzuzufügen. Ich habe also Kanten mit meinem Bastelmesser abgeschnitten oder Kratzer eingeritzt. An angedeuteten Stellen habe ich auch MDF-Reste als Schutt angeklebt oder mit einem Handbohrer Einschusslöcher ausgebohrt. Hier fange ich an, die Ruine in zwei zu schneiden. Zuerst habe ich angezeichnet, wo ich schneiden wollte. Zum Schneiden habe ich mein Bastelmesser genommen. An den Linien habe ich mich dann nur noch grob orientiert, da es äußerst schwierig war, das Gebäude überhaupt durchzuschneiden. Das war mehr ein Hacken als Schneiden und hoffen, dass am Ende noch alles halbwegs akzeptabel aussieht. Also wenn du lange brauchen und auf dich selbst und deine Entscheidung sauer sein willst, nimm dein Bastelmesser. Ansonsten versuch's mit einer Laubsäge, das sollte deutlich einfacher sein. Nach dem Zerschneiden habe ich alle Stockwerke zusammengeklebt. Außerdem habe ich mehr Kampfschäden hinzugefügt und eine Leiter sowie weitere Stahlverstärkungen angeklebt. Als nächstes habe ich die Schaumpappebasen ausgeschnitten. Durch mein MDF-Spielfeld war ich auf eine Maximallänge von 20 cm beschränkt. Letztendlich habe ich mich für 19 cm entschieden, damit auch ja nichts zu groß wird. Ich wollte, dass das Fundament der Ruine so aussieht, als wäre es auseinandergebrochen. Einige Stücke des Holzrahmens sahen perfekt wie Teile des Fundaments aus, also habe ich sie ausgeschnitten und alles aufgeklebt.
Das Innere der Ruine sah noch etwas zu nackt aus, also habe ich Fliesen aufgeklebt, die ich aus dünner Pappe ausgeschnitten hatte. Statt Pappe kannst du auch etwaige andere Materialien benutzen. Hauptsache, das Material ist so dick, dass es unter einer Farbschicht nicht verschwindet. Um die Abstände zwischen den Platten auszuloten, habe ich sie erst einfach in die Ruine gelegt und dann angefangen aufzukleben. Die Ruinen sind aufgeklebt, jetzt ist Zeit für Schutthaufen. Ich mache hier das gleiche wie sonst auch immer. Die komplette Schaumpappe mit Spachtelmasse bedecken, etwas Spachtelmasse aufschichten, wo sonst noch Schutthaufen hin sollen und dann alles mit zerbrochenen Gipsplatten, Dekogranulat und Sand bestreuen, bis ich glücklich bin. Wie du sehen kannst, habe ich auch eines meiner selbstgemachten Ölfässer aus dem letzten Ruinenvideo hinzugefügt. Übrigens, die Spachtelmasse schrumpft nicht beim Trocknen und darauf solltest du auch achten, wenn du nicht willst, dass deine Schaumpappebasen aufschüsseln. Um mehr Textur zu erzeugen, habe ich verdünnte Spachtelmasse auf die Außenwände getupft. Danach habe ich all den Schutt mit einer Schicht verdünntem Holzleim versiegelt. Als Grundfarbe nutze ich graues Gesso, nichts Besonderes. Danach habe ich alles in meinem altbekannten schwarzen Wash ertränkt. Der Wash besteht im Grunde aus Wasser und Acrylfarbe. 20 Teile Wasser, 1 Teil Farbe. Hier tupfe ich mit einem Schwamm Metallfarbe auf alle Metalloberflächen. Jetzt bürste ich alles mit 2 Grautönen trocken. Zuerst mit einem mittleren Grau über alles, dann mit einem Hellgrau über ausgesuchte Stellen, hauptsächlich von oben runter. Da ich jetzt 2 Bemalschritte in falscher Reihenfolge durchgeführt habe, habe ich im Endeffekt alle Metalloberflächen grau angemalt. Also hier mein Profi-Tipp. Erst alles graue Trockenbürsten, dann mit Metallfarbe loslegen. Aber jetzt stehe ich hier und überlege, dass der Kontrast zwischen Grau und Metallfarbe eh nicht so dolle war. Also verpasse ich dem Metall mit Orange, Braun und Schwarz eine Rostschicht, die alles schön korrodiert aussehen lässt und dem Gebäude außerdem einen sehr schönen Kontrast gibt. So, hier sind die fertigen Ruinen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Allerdings hätte ich hier und da etwas mehr Wash auftragen können, da der Kontrast zwischen Schatten und Highlights oft nicht groß genug ist. Aber alles gut. Ich hoffe, die Modularität wird mir auf dem nächsten Schlachtfeld zugutekommen. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss zugeschaut hast. Bitte gib dem Video doch einen Daumen rauf, lass mir vielleicht einen Kommentar da und wenn du noch nicht abonniert hast, denk mal drüber nach. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!